herzlich willkommen zu den Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. La 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 la. Herzlich willkommen bei dieser Spezialausgabe der Comic Cookies. In dieser Spezialausgabe geht es um zwei Crowdfunding-Aktionen, die derzeit laufen. Die erste Crowdfunding-Aktion steht im Zusammenhang mit dem Projekt Comanga und in diesem Zusammenhang soll ein Comic-Café gebaut werden. Dieses Interview habe ich geführt und im Anschluss gibt es noch ein anderes Interview vom lieben Andi vom Tele-Stammtisch. Das hat er geführt mit den Leuten von Dead Diver und auch da gibt es eine neue Crowdfunding-Aktion für das Comic The Impure. Hör da auch unbedingt mal rein. Lieber Andi, vielen Dank, dass du dieses Interview geführt hast für uns und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Tschüss. La 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 la. Dann spreche ich heute mit dem Andreas Kunz. Hallo Andreas. Hallo Steffen. Ja, Andreas Kunz, was sagt uns der Name? Ich weiß nur, so viel sagen wir jetzt erstmal von weg, dass du irgendwas mit Comics zu tun hast. Ich würde jetzt mal ganz kurz zu dir kommen. Wer bist du eigentlich? Woher kommst du? Ja, also das nur mal ganz kurz erzählt. Ich bin also Andreas Kunz, 50 Jahre alt. Mhm. Ich komme eigentlich aus dem wunderschönen Taunus, also gar nicht so weit weg von dir. Mhm. Und mich hat es aber mittlerweile jetzt nach Norddeutschland verschlagen, also nach Schleswig-Holstein, ja. Zwischen die Meere, zwischen Nord- und Ostsee, lebe ich jetzt hier in einem kleinen Dorf bei Rendsburg, so mittig, mittendrin, mhm. Und bin in meinem normalen Alltagsleben, sage ich jetzt mal, bin ich als Fremdsprachendozent, Sprachenlehrer und so weiter so ein bisschen auf Honorarbasis unterwegs. Das sind so meine Beschäftigungen, der ich tagsüber nachgehe. Und am restlichen Tag gehe ich meiner Leidenschaft für Comics, Graphic Novels und Mangas nach. Okay. Ja, da sind wir ja schon bei einem relativen Schwerpunkt in deinem Leben, denke ich mal. Wie kam es denn überhaupt zu den Comics oder seit wann bist du überhaupt Comic-Fan? Ja, also ich habe ja gesagt, ich bin schon 50 Jahre alt und Comic-Fan bin ich, glaube ich, seit 45 davon. Okay. Ich habe ganz früh als Kind angefangen, weil ich noch nicht lesen konnte mit 5 Jahren, mir dann eben die Bilder anzugucken und in Comics zu blättern. Und ich kann mich so erinnern aus meiner Grundschulzeit und auch so ein bisschen danach, dass ich mit so Comic-Magazinen wie Zack und so weiter aufgewachsen bin, dass ich also diese Sachen konsumiert habe, mhm. Quasi von morgens bis abends da, also mich stark mit beschäftigt habe. Und ja, sag mal so, mich dann eine ganze Weile von dieser Geschichte quasi komplett entfernt hatte, mhm. Und jetzt erst wieder in den letzten Jahren eigentlich genau dahin zurückgefunden habe, nämlich als ich einfach auf der Suche nach etwas war, wo ich wirklich Leidenschaft für empfinde. Und bei den Comics ist das tatsächlich der Fall. Mhm. Okay. Gibt es Comic-Schwerpunkte in deinem Leben? Also hast du irgendwelche Comic-Genres, wenn man sie dann so nennen möchte, überhaupt, die du schwerpunktmäßig betrachtest oder geht es eher querbeet? Ja, also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Mhm. Sagen wir mal so, ich lese grundsätzlich alles, was kommt, wenn es mich interessiert oder wenn es spannend ist. Meine Schwerpunkte sind aber schon so ein bisschen im Bereich Fantasy, Science Fiction, Abenteuer, Action. Das ist schon so ein bisschen der Schwerpunkt, wobei ich kategorisch Superhelden-Comics ausklammere. Mhm. Das hat einen bestimmten Grund. Es hat nämlich nichts damit zu tun, dass ich die blöd finde oder so, ja. Sondern ich werde einfach von der unfassbaren Masse an Superhelden-Comics und Filmen und allem Möglichen so ein bisschen erschlagen. Das mhm. Lasse ich so ein bisschen außen vor. Das heißt, ich lese also jetzt eigentlich wirklich konkret Graphic Novels, abgeschlossene Serien, abgeschlossene Bände, mhm. Und solche Geschichten und dann halt so in dem Genre ungefähr. Wobei auch immer mal wieder was anderes dabei ist. Mhm. Das ist interessant. Also glücklicherweise kann man dazu auch sagen, teile ich diese ganze Begeisterung ja auch mit meiner Freundin, die also da auch mitmacht und dann auch ihre
Graphic Novels und so weiter liest und man kann sich da sehr schön austauschen, weil sie halt dann wieder einen ganz anderen Geschmack hat als ich. Das stimmt, das ergänzt sich dann natürlich super, ja. Ja, weil ich kann das gut nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, weil das bei mir im Moment ähnlich geht. Also ich versuche auch so ein bisschen so die ganzen Superhelden nach und nach, nicht komplett auszuklammern, aber einfach so ein bisschen selektiver zu betrachten, weil es einfach zu viel ist und man ganz viel anderes, interessantes Zeug einfach neben liegen lässt. Und das ist dann einfach schade drum. Ja. Es ist einfach eine wahnsinnige Masse und ich habe das Gefühl, da ich ja auch quasi mit einem Blog unterwegs bin, wenn ich da jetzt auch noch die Superhelden mit dazu nehme, das ist einfach eine wahnsinnige Masse an Kram, die da jeden Monat gesichtet werden muss. Das ist einfach zu viel. Also ich habe schon so quasi immer die Last, die Mühe, die Auswahl so zu treffen, wie man das dann, mit was man sich jetzt beschäftigen kann. Ja, genau. Ja, da hast du schon ein gutes Stichwort gesagt. Da wollte ich auch als nächstes hin, und zwar eben, dass du dieses Blog hast. Seit wann hast du das denn? Also am Bloggen bin ich seit 2016, wobei ich meine ersten drei Blogs relativ erfolglos betrieben habe, muss ich dazu sagen. Ja. Das heißt, ich habe da auch ein bisschen ausprobiert, einfach um mich mit diesem ganzen System Blog, mit dem ich mich vorher noch nicht beschäftigt habe, groß, außer dass ich ab und zu mal ein paar Blogartikel gelesen habe oder so, um das einfach mal so ein bisschen anzutesten, wie das läuft. Und da waren unterschiedlichste Sachen dabei, also ganz skurrile Geschichten, wo ich irgendwelche Tipps für Fußballwetten gegeben habe und sonst irgendwelchen Kram, also, also was ganz anderes halt. Und jetzt kam halt dann so die Idee, jetzt das dann halt richtig zu machen, quasi beim vierten Block, nachdem ich auch das ganze Know-how dann sozusagen hatte, wirklich eine Webseite dann auch, also die Domain dann halt auch einzukaufen und dann damit so richtig an den Start zu gehen. Und das war ja auch der Punkt, wo ich dann wirklich überlegt habe, was machst du jetzt? Wo fühlst du dich so ein bisschen dann zu Hause? Worüber würdest du gerne schreiben? Und da bin ich halt wirklich auf die Geschichten gekommen, weil also Geschichten mich schon immer fasziniert haben. Und ich habe auch Literaturwissenschaft studiert. Dementsprechend habe ich also auch immer schon mit Geschichten zu tun gehabt in dem Rahmen. Und ich kann nur sagen, so kam das auch. Und Comanga, der Blog, so wie er jetzt im Moment existiert, den gibt es seit Oktober 2018. Okay. Also eigentlich noch relativ frisch. Ja. Der ist noch ganz frisch, ja. Ja. Dieses Blog, machst du das alleine? Also das ganze Hosting und die Betreuung und die Webseitengestaltung und so weiter, ja. Was die Artikel angeht, was die Blogartikel angeht, machen das meine Freundin und ich zusammen. Also wir sind quasi Co-Autoren. Also steuert jeder so seine Comic-Erlebnisse, sage ich jetzt mal, bei. Ja. Genau. Und jetzt hatte ich ja vorher schon mal dich gefragt, ob es bei dir den Comic-Schwerpunkt gibt. Jetzt das Ganze nochmal auf den Blog umgemünzt. Gibt es da irgendwelche Schwerpunkte oder kommt da eigentlich alles rein, was ihr gerade so lest? Also, ich sag mal so, das Kriterium beim Lesen ist für mich zunächst mal, ich schaue mir immer am Ende des Monats an, was kommt im nächsten Monat raus, welche Serien beginnen. Also ich blogge normalerweise nur sehr selten irgendwo mitten in laufende Serien rein, also dass ich jetzt einfach einen Artikel schreibe zu irgendwie Band 5 oder so, sondern es geht in erster Linie wirklich darum, ich gucke, was kommt an neuen Sachen. Was könnte interessant sein? Was könnte mich ansprechen? Die suche ich mir raus, die lese ich dann und die kommen normalerweise dann auch auf die Blogseite, unabhängig davon, wie es jetzt im Endeffekt dann eben wirklich läuft. Es gibt halt auch immer mal wieder Sachen, die einem nicht so gut gefallen, dann, wo man sich am Anfang vielleicht mehr von versprochen hat. Ja. Und wenn mir die Sache dann aber gefällt, dann verfolge ich auch das im weiteren Verlauf, also die Reihe dann quasi auch fortlaufend, so wie sie dann kommt, also, und es dann eben weiter... um das dann eben weiter zu verfolgen. Wenn nicht, sage ich natürlich auch, also das war jetzt überhaupt nicht mein Ding, da lese ich jetzt auch den zweiten Band nicht von. Das ist dann halt immer so eine Frage. Schwerpunkte, ja, wie gesagt, bei mir Fantasy, Science Fiction, Abenteuer, bei meiner Freundin sind es Frauenfiguren. Ja. Ja. Okay. Also sie guckt halt sehr stark, was ist jetzt so
Wo sind jetzt Frauen die Protagonistinnen oder wo, was gibt es da so an diesen, an den entsprechenden Sachen eben zu gucken, wo dann eben Frauen in der zentralen Rolle stehen oder zumindest ein Frauenthema vielleicht auch da bearbeitet wird. Das ist bei ihr ganz klar der Schwerpunkt. Mhm. Auch sehr gut, ja. Ja, jetzt hast du den Blog erwähnt, deine Leidenschaft erwähnt. Damit kommt jetzt noch ein relativ großes Projekt um die Ecke. Das ist jetzt auch so ein bisschen der Grund, weswegen wir uns jetzt hier mal zusammengeschaltet haben. Und zwar hast du im Internet ein ambitioniertes Projekt angekündigt. Vielleicht möchtest du dazu kurz was sagen. Ja, also das ambitionierte Projekt verdanke ich letztendlich auch meiner Freundin. Mhm. Die hat nämlich immer die guten Ideen. Ich bin dann meistens der, der es irgendwie ausführt. Und da sieht die Sache so aus, dass sie irgendwann mal die Idee geäußert hatte, es wäre doch eine wunderbare Sache, wenn man einen Comic-Café einrichten könnte. Mhm. Und zwar eine Art Treffpunkt für sowohl Zeichner als auch Autoren als auch Fans letztendlich. Also wo alle sozusagen ein bisschen hinkommen, wo es eine comic-mäßige Atmosphäre gibt. Das heißt also, wo auch Veranstaltungen stattfinden zum Thema mit Vorträgen, Workshops, Zeichenworkshops und so weiter. Das ist quasi so die grundsätzliche Idee gewesen. Dann haben wir uns als nächstes überlegt, wie können wir das umsetzen? Mhm. Da wir hier natürlich in einem sehr großen Haus und mit sehr großem Grundstück wohnen, allerdings nur zur Miete, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, irgendwelche gewerblichen Sachen dann da umzusetzen. Das heißt mit anderen Worten, unsere Idee war, wir brauchen eigentlich ein eigenes Grundstück dafür. Wo wir so ein bisschen das dann auch einrichten können. Also wo wir eine Möglichkeit haben, eben was Gastronomisches zu machen, wo wir Möglichkeiten aber auch haben von den Räumlichkeiten her, um mal Vorträge, Veranstaltungen, aber auch vielleicht andere Veranstaltungen im Sinne von multimediale Sachen. Das können auch Open-Air-Sachen dann im Endeffekt sein. Also ganz unterschiedlich. Da ist ja eine ganz breite Bandbreite möglich, was man sich da so vorstellen könnte. Und letztendlich auch mit Übernachtungsmöglichkeiten für Leute, die dann eben auch einmal einen Workshop übers Wochenende buchen wollen oder so etwas. Mhm. Das heißt, es geht im Prinzip darum, ein eigenes Gelände zu schaffen, wo eben diese ganze Comic- und Graphic-Novel-Welt so ein bisschen ein Zuhause hat. Mhm. Ja, das in jeglicher Form. Also wie gesagt, das ist nicht nur, da geht es jetzt nicht nur darum, dass man dann eben kurz hinkommt, da einen Kaffee trinkt und dann liegen da ein paar Comics auf dem Tisch mit rum, wo man mal reinblättern kann. Also das soll schon nicht so sein, sondern es soll halt einfach wirklich auch konkret mit Veranstaltungen und so weiter verknüpft sein. Das klingt schon mal sehr gut, ja. Also natürlich kann das mit dem Kaffee trinken und ein bisschen mal in Comics reinfinden ein Programmpunkt sein, aber das, was drüber hinausgeht, klingt ja doch sehr interessant. Also das finde ich schon mal sehr spannend. Es ist auch für mich ganz wichtig, an der Stelle zu sagen, auch, dass es natürlich auch dazu dienen soll, Leute ein bisschen an Comics und Graphic Novels heranzuführen, die auf der anderen Seite halt sagen so, ja, das ist irgendwie so Kinderkram oder so Billigliteratur oder so etwas, was ich also absolut nicht finde und dementsprechend geht es auch darum, die da ein bisschen mit in Berührung zu bringen. Also wir machen ja beide gemeinsam auch Veranstaltungen hier mit Kooperationspartnern zusammen, die jetzt schon laufen. Mhm. Also wie zum Beispiel hier unsere Stadtbücherei, da werden wir ab dem 26. Juli einmal im Monat immer die besten Neuigkeiten des vergangenen Monats in einem Vortragsabend vorstellen. Und das soll halt auch dazu dienen, weil das, ich sag mal so, das haben wir mit der Leiterin der Stadtbibliothek so vorher schon besprochen, das klassische Publikum, das zu den Vorträgen in der Bibliothek kommt, ist nicht das Publikum, das normalerweise Comics liest. Ja. Das heißt, auch da geht es darum, Leute mal mit was Neuem in Berührung zu bringen. Also das ist quasi auch eine der ideologischen Aufgaben, die damit verbunden ist. Das ist ein gutes Stichwort. Zu der Veranstaltung hatte ich jetzt neulich auch schon einen Flyer gesehen. Also das habt ihr jetzt schon relativ zeitnah vor, ne? Ende Juli oder so, gibt es da einen ersten Auftritt von euch? Oder einen ersten Vortragsabend? Genau, also im Juli gibt es zwei Vortragsabende jetzt hier in unserer Stadtbibliothek geplant und dann eine weitere
Veranstaltung im September mit einer anderen. Also wir sind im Moment dabei, uns ein bisschen hier lokal, erstmal in der Region, auch zu platzieren, weil natürlich ich davon ausgehe, dass im Endeffekt dann auch ein Publikum, das sich vielleicht hier lokal zunächst mal ein bisschen aufbaut, auch diejenigen sind, die dann auch so einen Veranstaltungsort mal wahrnehmen würden. Zunächst mal. Als Erste zumindest mal, ja. Ja. Ja, genau. Aber ich hoffe ja, dass sich das dann auch ein Stück weit rumspricht und dass dann auch überregionale Gäste zu euch kommen, wenn das Ganze dann erstmal steht. Das hoffe ich persönlich sehr, dass es irgendwann mal so weit kommen wird. Jetzt bin ich erstmal ganz froh, wenn wir zu unserer ersten Veranstaltung in die Bibliothek gehen und sind mehr als 5 Leute da. Das fände ich schon ganz gut. Ja, klar. Zu diesem Comic-Café, da ist ja, also es ist ja nicht nur das Comic-Café selbst, wie du schon gesagt hast, sondern ihr habt da auch so ein bisschen die Idee dahinter, dass Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen werden. Wie habt ihr das denn vor? Also über die Übernachtungsmöglichkeiten haben wir lange nachgedacht und unsere Idee ist eigentlich entstanden über einen Gedankengang, der sich mit dem Platz beschäftigt. Das heißt mit anderen Worten, es geht darum, Tiny Houses, wenn ich das kurz erklären darf. Also ja. Tiny Houses sind quasi kleine Häuser, die auf einem, sagen wir mal, für ein Haus minimalen Quadratmeterumfang über 2 Ebenen mehr oder weniger alles anbieten, was man so braucht. Schlafmöglichkeiten, Küche, Bad und halt so ein kleines Wohnzimmer. Dass man eben Tiny Houses nimmt, die dann eben auf diesem Grundstück platziert werden können und die natürlich dann entsprechende Übernachtungsplätze anbieten können mit pro Haus von 2 bis 4 Personen letztendlich, wo man dann eben auch gucken kann, dass man, wenn man jetzt eben so an einem Workshop teilnimmt, sich dann nicht noch parallel irgendwo was suchen muss, wo man dann noch unterkommt, wenn eben überregional das Ganze laufen soll, weil das sind ja dann nun wirklich dann auch Entfernungen. Wir sind jetzt ja nicht hier in Norddeutschland quasi mittendrin, sondern das ist ja ein bisschen ab vom Schuss teilweise auch. Und da würde ich halt sagen, ist es gar nicht mal so schlecht, quasi die Übernachtungsmöglichkeit gleich mit anzubieten. Und die Problematik dabei ist natürlich letztendlich, dass man diese Tiny Houses, die man dann da aufstellt, da brauchst du dann auch wieder ein bisschen Platz, damit das dann alles irgendwo auch so nett aussehen kann und nett gemacht wird. Wir sind jetzt mal davon ausgegangen, dass wir irgendwo in einem Rahmen von 3 bis 5 Tiny Houses erstmal anfangen, um dann zu gucken, wie sich das entwickelt und ob das dann auch dementsprechend irgendwie so gebucht wird. Wobei die Idee noch da ist, eventuell die dann auch noch anders zu nutzen, wenn diese Möglichkeit denn dann besteht. Aber das müsste man erstmal sehen. Das muss ich erstmal so ein bisschen zeigen, ob die entsprechenden Veranstaltungen dann auch mit Übernachtung und so weiter auch gebucht werden. Ja, genau. Ja, von was für einem Umfang reden wir da dann? Also ihr habt das Haupthaus, also das Comic-Café im Grunde und wie viel von diesen Tiny Houses habt ihr da so grob angedacht? Oder? Also wir haben gedacht, erstmal mit 3 zu starten. Das würde nämlich dazu führen, dass man, sagen wir mal, bis zu maximal 12 Leuten unterbringen könnte, was auch so ein Rahmen wäre für einen Workshop. Ja. Und dann einfach mal zu gucken, wie gut es angenommen wird, ist dann erweiterbar auf vielleicht nochmal 5 oder 6, also nochmal auf die doppelte Menge dann zu kommen. Aber damit soll es erstmal losgehen. Okay. Jetzt habt ihr auch noch, also nicht nur geplant, das Ganze bei euch vor Ort zu machen, sondern wenn das Ganze dann längerfristig auch noch ein bisschen reift, das Ganze auch so ein bisschen über Land zu schicken. Ja, das ist natürlich noch eine zusätzliche Geschichte, die dann passieren soll, weil wenn die Leute nicht zu uns kommen, dann kommen wir halt zu den Leuten. Also das ist eigentlich sogar die ursprüngliche Idee gewesen, noch bevor wir über dieses Grundstück mit dem Comic-Café nachgedacht haben, war, wie man beispielsweise mobil Vorträge über Comics und über Graphic Novels und über grafische Literatur zu den Leuten hinbringen kann. Und unsere Idee war dann der sogenannte Comanga-Bus, das heißt also so einen alten VW-Bus oder sowas zu nehmen, den man dann ein bisschen ausbaut, quasi hinten drin mit einer kleinen Bibliothek und mit ein paar Utensilien, die man so braucht, bisschen Tische, bisschen Stühle, alles zum Zusammenklappen. Und dann war unsere Idee, dass man beispielsweise dann auch eben mobil unterwegs an der Nordsee, an der Ostsee, in den Alpen,
im Taunus, wo auch immer. Das heißt also quasi in ganz speziellen Locations auch solche ganz speziellen Vortragsabende eben anbieten kann. Das heißt also, dass da noch eine, ja, es natürlich auch dazu führt, sagen wir mal, was wir ja auch gerne machen, nämlich, dass man einfach auch mal eine längere Reise unternimmt und auf der Reise einfach so diesen Komanga-Bus dann halt auch mitnimmt. Ne? Einfach um die Neugierde zu wecken der Leute auch so ein bisschen, ne? Ja, und aber auch um so eine Art, ich würde mal sagen, fast schon so eine Art Tour auch. Man kann ja beispielsweise darüber nachdenken, ob man dann zum Beispiel sagt, wir sind jetzt meinetwegen, was weiß ich, im Weserbergland und fahren unter anderem die Stadt an mit Veranstaltungen und ansonsten macht man drumherum eben eine kleine Urlaubstour oder so. Also das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden dann irgendwo auch. Ja, das klingt auch cool. Könnte ja jetzt dann auch eine, um das Ganze nur mal so von meiner Laienhaftigkeit aus weiterzuspinnen, könnte das Ganze ja auch so ein bisschen in Schulklassen gehen oder sowas, um da mal ein bisschen... Genau. Das ist auch eine Idee gewesen. Also auch tatsächlich dann Schulklassen ein bisschen mit Comicliteratur in in Berührung zu bringen. Ich habe jetzt gerade heute Nachmittag, das passt jetzt gerade so dazu, habe ich eine Graphic Novel über das alte Rom gelesen und bei sowas, wenn ich da so begeistert bin und die war wirklich super, wenn ich das merke, dann ärgert mich das immer, dass man sowas beispielsweise nicht im Unterricht benutzt, weil es war eine wunderbar recherchierte Graphic Novel mit allen Details und Hintergründen zu einem tendenziell nicht unbekannten Thema in der römischen Geschichte. Und ich sag mal so, und wenn man es auf diese Art und Weise sowas rüberbringen kann, hat man halt einfach meiner Meinung nach sehr viel gewonnen, als wenn ich mich so an meinen Geschichtsunterricht zurückerinnere, wo halt dann beispielsweise es dann doch sehr trocken teilweise zuging. Ja, und da kann man halt auch viel machen und ich glaube, das ist auch für Schulklassen durchaus interessant. Ja, klar, auf jeden Fall, ja. Natürlich als Einstiegspunkt, also wir hatten, ich erinnere mich noch mal ganz kurz an meine Schulzeit, da hatten wir halt Comics kaum im Unterricht und wenn, dann war es dann halt wirklich mal sowas wie Asterix, was ja schon mal eine gute Einstiegsmöglichkeit sein kann, aber das hat man dann halt auch im Deutschunterricht und klar, das war jetzt geschichtlich auch nicht perfekt und komplett richtig alles, ist ja logisch, aber gut, es hat so zumindest so ein bisschen den Deutschunterricht gefördert. Aber wie du schon sagst, ich sehe halt mittlerweile ganz viele Comics, die auch den Geschichtsunterricht ein bisschen aufbereiten können. Das ist schon richtig, ja. Und wenn man da ansetzen kann und einfach da auch ein bisschen Material liefern kann, dass das Ganze anschaulicher macht, warum nicht, ja. Ja, und ich sehe da auch ganz andere Sachen. Also der Knesebeck Verlag bringt beispielsweise jetzt die Tage im Juli eine Graphic Novel über das Leben von George Orwell raus. Ja. Das finde ich super benutzbar, sowas. Also auch noch in anderen Fächern letztendlich. Ja, also da kann man echt eine Menge mitmachen und wenn man so ein bisschen guckt, was es alles gibt, dann ist man einfach nur erschlagen, was es alles gibt und dann ist man wirklich überrascht auch davon, es gibt eigentlich ja nichts, was es nicht gibt. Ja, und das, und von daher sehe ich halt da die Möglichkeiten, auch diese Dinge, die ich auch alle immer nicht weiß. Ich erfahre das ja dann auch immer erst, wenn ich von den Veröffentlichungen sozusagen erfahre. Und ich sage dann auch immer so, ja, das ist aber eine super Idee, da auch mal was von der Graphic Novel her zu machen oder von Comics her zu machen. Und das müssten aber die Leute, die dann sowas lesen, die sich für eine Biografie von George Orwell interessieren, die müssten das eigentlich auch mal sehen, dass es sowas gibt, weil die erreicht sowas meistens gar nicht. Das stimmt, ja. Ja, sicherlich liegt es auch an dem von dir vorher schon angesprochenen Punkt, dass viele Comics immer noch für Kindersache halten. Ja? Das ist halt das Vorurteil, was es nach wie vor gibt und dass man mit ganz wenigen Beispielen auch schon entkräftigen kann. Aber ja, dazu muss das Interesse natürlich erstmal da sein und deswegen finde ich die Aktion, die ihr da so vorhabt, sehr interessant und sehr hilfreich in der Sache. Auch, wie gesagt, auch das mit dem Bus finde ich eine super Idee, aber schon allein auch so zentral so einen Punkt zu schaffen, wo sich Interessierte oder Leute, die sich neu dafür interessieren wollen, einfach treffen können. Das finde ich schon mal super. Ja, ich gehe davon aus, dass du das auch mit deiner Frau zusammen gestaltest. Das hast du schon gesagt, die Idee kommt von ihr. Wer ist denn noch dran beteiligt oder macht ihr beiden das im Grunde im Moment erstmal zu zweit?
Also meine Frau ist es noch nicht, das hoffe ich noch, dass es irgendwann mal so weit kommt. Ja. Im Moment ist es noch meine Freundin. Ja. Aber nein, wir beide machen das zusammen. Das heißt, wir sind die Einzigen, die das momentan machen. Das heißt, wir haben natürlich Kooperationspartner, wie beispielsweise vorhin schon erwähnt, ja diese beiden Stadtbüchereien und so weiter, die uns dann da auch so ein bisschen unterstützen, wenn es darum geht, so vor Ort die Location ein bisschen herzurichten und so weiter, dass das dann alles passt. Aber die eigentliche Arbeit jetzt hier vor Ort, so die machen wir natürlich alleine im Moment noch. Mhm. Okay. Das kann sich dann oder das wird sich dann irgendwann halt auch hoffentlich ändern. Aber im Moment ist es noch so, dass wir das auch noch gar nicht anders schultern können, weil jetzt im Moment eigentlich auch wir in einem Bereich sind, wo das alles noch Ideen und Pläne und Konzepte sind, aber ja noch nichts umgesetzt ist, was jetzt wirklich auch einen zählbaren Erfolg bringen würde. Ne? Also ist momentan alles noch im Bereich Hobby angesiedelt. Ja, ja. Jetzt kommen wir zu dem Punkt noch, wie man euch denn letztlich unterstützen kann, weil so ein Projekt braucht natürlich auch Unterstützung und daraufhin bin ich auch ein bisschen darauf aufmerksam geworden, weil du im Grunde eine Crowdfunding-Aktion gestartet hast. Und zwar, um erstmal überhaupt an ein passendes Grundstück zu kommen. Ist das soweit richtig? Genau. Also es geht mir darum, ich habe bei GoFundMe habe ich einen Crowdfunding-Aufruf gestartet sozusagen und habe darum gebeten, dass man mir doch Spenden zukommen lassen möchte für dieses entsprechende Projekt. Na klar, es geht um ein Grundstück, das gekauft werden muss, so ein Naturgrundstück, wo nichts drauf ist, weil dann sollen ja die Tiny Houses drauf und dann soll auch noch so ein Comanga-Bus her. Ich habe das, der Betrag, also für mich hört sich das nach wie vor irrsinnig viel an, 30.000 Euro, wenn man aber bedenkt, was da alles gemacht werden muss, also Grundstück gekauft, Tiny Houses draufgesetzt, Bus gekauft, dann ist es gar nicht so viel. Das wird wahrscheinlich Das wird wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen mehr verschlingen, aber für mich war es einfach mal so ein Punkt, wo wir sagen können, okay, an dem können wir schon mal starten mit dem Kauf des Grundstücks. Ja, da haben wir ja hier oben in Schleswig-Holstein günstigerweise ganz gute Möglichkeiten. Ich glaube, das ist im Rhein-Main-Gebiet deutlich schwerer, ein Grundstück zu kaufen für einen annehmbaren Preis. Also hier wäre man halt schon so mit 20.000 Euro mit dabei. Und wenn man da so ein entsprechendes Gebiet dann eben hätte. Und dann geht es darum, dass man dann eben diese Tiny Houses, die auch nicht so ganz günstig sind, und diesen Bus noch dazu finanziert. Und dann könnte man starten sozusagen mit der entsprechenden Geschichte. Mhm. Wobei auch das Café dann ja noch eingerichtet werden muss und funktional werden muss und so weiter. Den Link gibt es natürlich wie immer in unseren Shownotes, wie man euch da unterstützen kann und so weiter. Was habt ihr jetzt langfristig geplant? Wie sieht der Plan aus? Bis wann habt ihr vor, das so weit fertig zu haben, dass da jemand eingeladen werden könnte, theoretisch? Das ist natürlich ein bisschen abhängig davon, wie schnell bzw. wie zügig wir am Ende uns ein Grundstück zulegen können. Ja. Das ist quasi der erste Punkt, um den geht es, das ist der zentrale Punkt. Sobald wir das haben, denke ich mal, reden wir von einem Zeitfenster von 12 bis 18 Monaten drauf, bis dann die ersten Veranstaltungen stattfinden werden. Für das Crowdfunding hast du jetzt ungefähr ein Jahr erstmal eingeplant, ne? Richtig. Ja. Also das Crowdfunding wollte ich ein Jahr lang laufen lassen, um einfach mal zu gucken, was dabei zurückkommt. Das habe ich auch noch nie gemacht. Von daher bin ich da auch völlig unerfahren und warte jetzt mal so ein bisschen, was da kommt. Und wenn dann eben etwas sich darstellt, dass man sagt, okay, damit können wir loslegen, da können wir was machen, dann wäre quasi der Startschuss Mitte 2020. Und dann würde man sagen, bis Ende 2021 müssten die ersten Veranstaltungen im Comic-Café laufen. So lange wird es ungefähr dauern, bis das dann passiert. Wobei natürlich, wenn es denn so kommt, dass wir vielleicht das Funding-Ziel schon früher erreichen, kann es natürlich auch schon früher losgehen, ist klar. Gut. Ja, gut, das ist jetzt, das hatte ich jetzt mir noch mal ein bisschen näher angeguckt, das ist also kein klassisches Crowdfunding in dem Sinne, dass man da jetzt mit Pledges, sagen wir mal, die Unterstützer lockt, sondern eigentlich mehr mit dem ideellen Hintergrund, also
wenn euch das Projekt gefällt, wenn euch das zusagt, was wir vorhaben, dann unterstützt uns bitte. Und ja, dann könnt ihr uns dann, wenn das alles funktioniert, auch besuchen kommen und ja. Und natürlich kriegt dann auch jeder einen Kaffee, der da mitgespielt hat, ganz klar. Also okay. Nein, also wir sind natürlich sehr dankbar für jeden, der da in irgendeiner Form so ein bisschen einen Sinn für über hat oder so, der sich da auch, der die Idee gut findet, der das Konzept cool findet oder wie auch immer. Also das ist ja egal, aus welchem Anlass man das jetzt irgendwie unterstützen will. Wir sind halt für jeden dankbar, weil es hilft uns halt weiter und es dauert halt auch deutlich länger, wenn wir es alles selbst finanzieren müssen, bis wir dann so weit sind, dann vergehen noch ein paar Jahre. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, das ist der aktuelle Plan, dass wir in den nächsten 5 Jahren das alles so weit beackern wollen, dass wir dann auch beruflich quasi umsteigen und nur noch das machen. Okay. Das ist so ein Ziel in einem Fenster von 5 Jahren ungefähr. Und in dem Rahmen wäre das natürlich der erste Schritt, der gemacht werden muss. Ja, also deutlich schon auch, dass es im Grunde auch eure Existenz im Endeffekt umspannt. Also das heißt, privater als auch beruflicher Umstieg dann komplett eben auf dieses Hobby, sage ich jetzt mal, also das Hobby klassisch zum Beruf gemacht im Grunde. Ja, genau, das stimmt schon so ein bisschen. Also ich muss natürlich sagen, wenn ich es jetzt böse ausdrücken würde, dann würde ich sagen, meine Freundin ist seit 4 Jahren immer meine Chefin in den diversen Projekten, in denen ich arbeite und ich möchte einfach auch mal Chef sein. Und deswegen könnte man es umdrehen. Das ist aber nicht der wahre Grund, sondern der wahre Grund ist einfach, dass wir beide uns schon seit langer Zeit überlegen, wie wir im Prinzip aus dieser Alltagsmühle so ein bisschen, also dem Job nachzugehen und so weiter, so ein bisschen raus können, um mehr Sachen machen zu können, die wir gerne machen wollen, weil wir eben auch immer nur das Gefühl hatten, im Prinzip, wir machen eigentlich immer nur das, was wir machen müssen, und sind hinterher zu müde, um das noch machen zu können, was wir machen wollen. Und das sollte einfach anders sein. Und wir haben uns dann überlegt, wie können wir so ein bisschen auch das im Leben so ein bisschen umkrempeln. Und es geht natürlich nicht alles von heute auf morgen, sondern das lassen wir jetzt erstmal so ein bisschen so weiterlaufen und versuchen aber jetzt einfach nochmal ein Projekt umzusetzen, wo wir sagen, da haben wir halt nochmal richtig, da brennen wir nochmal richtig für. Das würden wir echt gerne auf die Beine stellen. Und das ist der Grund letztendlich, wieso wir uns darin befinden im Endeffekt. Und das war auch der Grund, weswegen ich unbedingt mal mit dir sprechen wollte über das Projekt, weil ich finde sowas immer sensationell und finde sowas gut, dass sich Leute dann, die so brennen wie ihr, dann so ein Ziel stecken und finde das auch unterstützenswert. Und deswegen möchte ich auch unsere Hörer wiederum dazu aufrufen, wenn ihr Geld übrig habt für ein Projekt und so etwas toll findet und unterstützenswert, dann unterstützt das Ganze bitte. Link gibt es wie immer in unseren Shownotes oder auch im Blog. Und ja, ich würde sagen, habe ich irgendwas vergessen, was wir noch erwähnen sollten? Oder? Nee. Ich glaube nicht, nur dass ich der Chef bin und meine Freundin nicht. Okay. Nein, das sagte ich bereits. Das hast du schon gesagt, das scheint dir ein Anliegen zu sein. Aber gut, dann möchte ich mich bei dir herzlich bedanken, auch für die Idee und überhaupt für die Umsetzung des Ganzen, beziehungsweise die geplante Umsetzung. Und jetzt liegt es auch ein bisschen an unseren Hörern, beziehungsweise an den Comic-Leuten an sich. Teil das Ganze, bringt es unter die Leute und rührt ordentlich die Werbetrommel, sage ich unseren Hörern immer, weil sowas findet immer, muss einfach Unterstützung finden. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich. Ich bedanke mich bei dir, dass ich bei dir im Podcast mit dabei sein durfte. Ja, sehr gerne. Und vielleicht können wir in gewisser Zeit schon was sehen, dass sich irgendwas abzeichnet und dann unterhalten wir uns vielleicht schon mal. Wieder. Ja, wenn ich dich dann schon ins Comic-Café zum Kaffee einlade, dann weißt du, wie gut das gelaufen ist. Ja, genau. Und spätestens da machen wir dann die nächste Aufnahme. Ja, das stimmt. Da machen wir dann wieder nochmal live vor Ort. Alles klar. Nee, also es lohnt sich auch so. Es ist eine wunderschöne Ecke bestimmt bei euch da. Am Meer ist es immer gut. Also ich finde es am Meer. Seid ihr direkt am Meer oder? Nee, also wir sind leider mittendrin. Das heißt, wir haben sowohl zur einen als auch zur anderen Küste ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde Fahrzeit.
Ja, aber immerhin. das ist aber im Endeffekt ja nicht viel. Und ja. Wir hoffen jetzt noch so ein bisschen, also die globale Erwärmung hat uns letztes Jahr hier voll den Jahrhundertsommer beschert, was es eigentlich nicht ist. Dieses Jahr sieht es allerdings eher wieder so ein bisschen so aus, wie es normalerweise ist. Heute hat es den ganzen Tag geregnet bei 17 Grad, das ist nicht so toll. Okay. Aber wir hoffen darauf, dass wir noch ordentlich Sonne kriegen und dann macht das natürlich auch Spaß am Strand. Ja, das stimmt. Also auch das, ja, wie gesagt, so im Norden finde ich halt die Luft schon mal ganz, ganz anders und ich glaube, da können auch viele Comic-Schaffende von profitieren, wenn die einfach, sagen wir mal, den Urlaub, nicht den Urlaub in Anführungszeichen, aber zumindest mal ein paar Tage einfach zu euch daraus verlegen, um da mal ein bisschen kreativ zu werden. Und das ist ja auch ein Hintergrund des Ganzen. Also von ja, daher. Klar. Das soll auch eben dazu dienen, dann die Kreativität ein bisschen anzukurbeln, wenn man einfach mal so raus ist aus allem. Genau, ja. Richtig. Also. Dann vielen Dank nochmal an dich und vielen Dank für die tolle Idee, die ihr da habt. Und ich wünsche euch alles, alles Gute, dass das klappt und dass das funktioniert und viel, viel Erfolg. Ja, dank dir. Also wie gesagt, mir war es eine Freude, bei dir im Podcast zu sein und ich gebe gerne Bescheid, wie der Stand der Dinge so ist. Das möchte ich gerne wissen, ja. Vielen Dank. Mach's gut. Alles klar. Jo, tschüss. La, 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 la. Hallo und herzlich willkommen zum Künstlergespräch mit zwei Herren der deutschen Comic-Szene, die ganz aktuell eine Kampagne gestartet haben, die auf jeden Fall einen Blick wert ist. Eine Crowdfunding-Kampagne für ein Projekt, das da hoffentlich alsbald auf uns zukommt. Ich bin sehr gespannt und ich hatte auch schon die Gelegenheit, beide Künstler, die wir heute ein bisschen ausquetschen wollen zu ihrem Werk, schon ein wenig zu interviewen zu verschiedenen Gelegenheiten. Von weitem gesehen habe ich den einen davon, zumindest in Stuttgart. Ganz kurz. Ich hatte schon die Gelegenheit, ihn in Erlangen im letzten Jahr etwas länger zu interviewen. Dort hat er mal ebenso nebenbei auch noch für sein Werk Nigu Negu, das er zusammen mit Oliver Mielke erstellt hat, auch mal ebenso noch den Max und Moritz Preis gewonnen. Er ist ein Shootingstar der deutschen Comic-Szene. Hallo und herzlich willkommen, Hannes Radtke. Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Der zweite Herr in der Runde ist jemand, der einem auf jeden Fall auffällt, wenn man generell mal so Crowdfunding aus deutschen Landen, Comic-Crowdfunding im Blick hat, wenn man auf geile Comics steht, wenn man sich ein bisschen in Social-Media-Plattformen hin und her bewegt und wenn man unter anderem auch bei der Ginkgo-Preisverleihung in Stuttgart dabei gewesen ist oder zumindest die Spotlights, die dort vergeben worden sind, also quasi besonders bemerkenswerte Comics, die zwar keine Auszeichnung im eigentlichen Sinne bekommen, aber auf jeden Fall Aufmerksamkeit bekommen sollten. Wer diese Leute im Blick hatte, der kam auch nicht umhin, den lieben Ralf Singh etwas genauer auf dem Schirm zu haben. Moinsen Ralf. Hallo. Guten Tag. So. Ich habe mir nachträglich noch das YouTube-Video angeguckt von der Verleihung und eigentlich sieht man nur am Rand meinen Bauch. Also mein Bauch dürfte man dann kennen. Sprich nicht von unvorteilhaften Videos, da habe ich auch meine Geschichte. Ja, es hat mir keiner gesagt, wo ich mich hinstellen sollte und dann wollte ich das mal ganz stolz meiner Familie präsentieren und dann sieht man da so am Rand nur meinen Bauch. Sehr individuelle Note, die du da scheinbar hinterlassen hast. Jo, also generell, erzählt mal vielleicht so ein paar Worte zu Stuttgart. Ihr habt ja zu zweit, habt euch einen Tisch geteilt, oder? Ich habe einen Doppeltisch. Also ich war, intuitiv habe ich zwei Tische mir reservieren lassen. Und das war sogar schon, bevor wir überhaupt angefangen haben, an dem Pio zu arbeiten, zu planen. Wir hatten da zwar schon die Idee, dass wir dem Pio irgendwann machen. Damals hatte es nur noch keinen Titel und war noch relativ roh. Und als es dann weiterging, hatte ich dann Johannes gefragt, ob er nicht auch Lust hätte, auf Messen zu gehen, wenn wir dann das Kickstarter starten, weil dann können wir halt zusammen promoten. Und wir waren ja jetzt vor Stuttgart auch in Lübeck schon zusammen auf dem Comic Festival. Und ja, dann hat sich das mit Stuttgart ergeben und ich hatte halt zufällig den zweiten Tisch. Habe ich gesagt, ja, dann kann ich dir den Tisch geben. Und ja, dann saßen wir da nebenan auf der Messe und das war verdammt hilfreich, weil ich wollte halt Bücher verkaufen und dann kamen da manchmal so Leute zu mir, die wollten Skizzen haben und so und die konnte ich dann immer direkt zur Hand schicken.
Ah, ja, also quasi genau. Sketche gleich weitergereicht. Ja, das war perfekt. Das hat auch wie Arsch auf einmal gepasst, weil ich wollte dieses Jahr eh mal auf mehr Messen und auch als Aussteller beziehungsweise als Verkäufer auch von meinen eigenen Werken, also aus von meinen Solo-Projekten. Und das, genau, also ich wollte eh in Stuttgart sein und hatte dann aber auch also diese Anmeldefrist nicht so richtig auf dem Schirm gehabt und dann dachte ich, ach ja, mache ich dann nächstes Jahr. Und da hat aber der Ralf dann noch gesagt, hey, ich habe hier noch diesen einen Tisch frei. Ja, und dann hat sich das super ergeben. Ein sehr praktischer Zufall. Wir werden natürlich auch gleich darauf zu sprechen kommen, worum es sich vielleicht gerade in eurer aktuellen Arbeit dreht, was ihr quasi insbesondere jetzt ja auch vorbereitet habt, was man eben ja Kickstarten und da eben auch unterstützen kann. Aber vorher möchte ich natürlich noch mal so ein bisschen wissen, was bei euch generell so aktuell ist. Hannes, dich hatte ich letztes Jahr in Erlangen, wie gesagt, ein paar Minuten im Gespräch. Das kann man übrigens beim Telestammtisch nachhören, der an der Stelle mal ganz dreiste Eigenwerbung. Jo, wie sieht's denn aus? Wie ist es dir im letzten Jahr ergangen? Ja, also nach der Max und Moritz Preisgeschichte, ja, musste man es erstmal wieder so ein bisschen fangen und überlegen, wie es jetzt mit Negonego weitergeht und so, weil es war auch gerade der Band 1 von bei Pyramont erschienen. Und dann ging es eigentlich stur ans Weiterproduzieren, sage ich mal. Da ja auch Band 2 und weitere in Zukunft erscheinen sollen. Das heißt, das läuft immer nebenher. Genau, und dann kam ich auch irgendwie mit Ralf ins Gespräch. Das war dann in der zweiten Jahreshälfte. Ja, ob man nicht mal irgendwas zusammen machen könnten. Und ich hatte ja auch bei Zinnober schon mitgewirkt. Mhm. Als Gast, als einer, der die Ehre hatte, den Gastbeitrag da zeichnen zu dürfen. Der Rest des Jahres, also das läuft bei mir alles ziemlich, ja, beinahe konfus. Viele einzelne eigene Projekte. Ich habe dieses Jahr schnell meinen Of Stars for Faint noch Band 3 fertig gemacht, um den nochmal präsentieren zu können auf den Messen. Dann wurde mein Sohn geboren im August letzten Jahres. Glückwunsch. Was mich erst, ja, herzlichen Dank. Das war also erstmal ein riesen Event und auch also erstmal eine riesen Herausforderung, da sich überhaupt zu fangen, ja, und wieder einen Rhythmus zu bekommen, das mit den zahlreichen Auftragsarbeiten und Nebenjobs noch unter einen Hut zu bringen. Naja, und da, das ist mir auch erst dieses Jahr so richtig wieder geglückt. Deswegen ging das erst so jetzt im April diesen Jahres so richtig wieder los, damit produktiv zu werden, was Comics angeht. Also sehr ereignisreiches Jahr, mhm. Definitiv. Und auch sehr herausforderndes Jahr. Und ja, dieses Jahr geht's gleich spaßig weiter mit diversen Kickstarter-Projekten. Diverse gleich, das klingt also noch mehr. Naja, also im Grunde dieses eine Kickstarter-Projekt. Okay. Es fühlt sich an wie diverse, weil es einfach eine Heidenarbeit ist, aber da kann ja Ralf ein Lied von singen, schätze ich mal. Da werden wir auf jeden Fall gleich einsteigen. Eine Frage noch eingeschoben, der Max und Moritz-Preis, ne? Mal so aus deiner Erfahrung, was hat er denn jetzt effektiv gebracht? Ja, also klar, Aufmerksamkeit, aber vielleicht kannst du uns mal so als Außenstehender, als Zuhörer und als Fans mal so erzählen, was dir als Künstler so ein Max- und Moritz-Preis eigentlich bringt. Ja, so ein Stück Metall kriegt man dann. Mhm. Das glänzt schön. Also, okay. Naja, ich denke, man kann sich da mal so ein bisschen auf die Schulter klopfen, sich selbst. Und andere klopfen einem auch gerne auf die Schultern. Man kommt das erste Mal zu seiner Familie und sagt, hier, ich habe hier so einen Preis gewonnen. Und dann kann man sagen, ah ja, okay, du bist jetzt also tatsächlich Comiczeichner. Mhm. Ja, und das ist dann auch schon das ganze Geheimnis. Also ich habe früher schon mal bei Wettbewerben mitgemacht und habe auch schon mal einen Preis gewonnen. Und ich persönlich, mir hat das außer dem kurzen Nervenkitzel in dem Moment nie wirklich viel gebracht. Okay. Und so war das beim Max- und Moritz-Preis auch. Also ich hatte da auch nicht so wahnsinnig viel mehr von erwartet, muss ich sagen. Aber es war schön, den zu haben. Ich
finde gerade ist es schön, weil es gerade der Publikumspreis ist, also der mir persönlich am meisten am Herzen liegt von all diesen Preisen, dass ich halt irgendwie das Gefühl habe, dass es eben die Leser interessiert und nicht nur irgendeine Jury oder eine kleine Gruppe von Personen, von Aficionados, die das vielleicht als Nische kennen oder so, sondern dass es tatsächlich Leser gibt da draußen. Ja. Ganz sicher. Und gerade wie du schon sagst, eben auch ein quasi ein bisschen, einfach eine persönliche Note eben auch noch durch diese besondere Kategorie. Ja, also vielen Dank für da die kurzen Ausführungen zu diesem Preis. Jo, Ralf, bei dir war es so, dass wir in Stuttgart ja tatsächlich auch mal im Pressebereich ein bisschen gesessen haben, aber da sind wir gar nicht großartig auf dich und deine Arbeit zu sprechen gekommen. Das wirklich ausgiebige Gespräch ist für uns jetzt auch schon ein Jahr her, glaube ich. Das war auch in Stuttgart. Das war auch in Stuttgart, genau, da saßt du bei mir am Tisch. Und da hattest du, glaube ich, gerade den ersten Hardcover von der Zinnober 1, glaube ich, ganz frisch am Start. Was ist denn seitdem bei dir passiert? Ja, ich habe in den USA ja parallel veröffentlicht, die Heftserie dann auch zu Ende gebracht. Und während ich noch an der Serie gearbeitet habe, habe ich dann halt den nächsten Kickstarter direkt gestartet. Der war kurz nach Stuttgart und der hat einen vergleichbaren Erfolg gehabt. Da habe ich das Ziel aber auch ein bisschen höher gesetzt, weil ich halt festgestellt habe, ich brauche doch ein bisschen mehr Geld, als ich am Anfang eingeschätzt hatte. Aber ich bin sowieso über das Ziel hinausgeschossen beim ersten Mal, deswegen hat das nicht so wehgetan und beim zweiten Mal hatte ich einen ähnlichen Erfolg. Also, dass ich das Ziel ein bisschen höher gelegt hat, hat einfach nur dafür gesorgt, dass ich erst einen Tag später die 100% geschafft habe. Und Entschuldigung, das Buch ist dann auch jetzt mittlerweile fertig, allerdings auch mit so einer kleinen Hürde, nämlich meine Druckerei, die in Litauen ist. Die ist pleite gegangen. Oh. Und ich musste mich dann nach einer neuen Druckerei orientieren. Also ich hatte im Januar eigentlich schon die Heftserie zu Ende gebracht. Wir hatten eigentlich nur im Januar noch an den Kurzgeschichten gearbeitet und an der deutschen Übersetzung. Dann funktioniert das aber mit dem Druck nicht, weil ich keine Druckerei hatte und hatte dann ein bisschen gesucht, hatte dann aber eine gefunden. Hat dann immer so die Sorge gehabt, kann die da mithalten? Das war echt viel Angst, die da mich begleitet hat Anfang des Jahres. Und dann hatte ich die Kurzgeschichten gemacht mit der Sarah Burini, dem Andreas Butzbach und der Elif Siebenpfeifer, die vielleicht einige auch kennen. Ne? Und habe mit denen wirklich hervorragende Kurzgeschichten gemacht. Ich finde, die Kurzgeschichten sind so echtes Highlight. Und mir gefallen alle Kurzgeschichten mit André, im ersten Buch, die drei Kurzgeschichten, haben mir schon richtig Spaß gemacht. Und im zweiten Buch, finde ich, ist noch mal mehr Wumms drin. Vor allen Dingen, da ich so ein bisschen mehr das Schreiben bei zwei Geschichten übernommen habe, als bis jetzt mit Thorsten immer zusammen. Also normalerweise habe ich die Skripte immer mit Thorsten zusammen gemacht. Und zwei der Kurzgeschichten, die jetzt in dem neuen Buch sind, die sind tatsächlich mehr auf meinen Mist gewachsen. Ich bin da aber noch sehr zurückhaltend gewesen. Und diese Kurzgeschichten waren quasi meine Feuertaufe, mich ein bisschen von Thorsten als Co-Autoren zu lösen und meine ersten eigenen Schritte zu gehen. Und tatsächlich bin ich immer nervös gewesen, wenn ich Thorsten ein Projekt vorgestellt habe, weil er auch gleichzeitig noch mein Editor ist. Das heißt, so oder so hat Thorsten dann trotzdem seine Finger im Spiel. Und ich hatte diese beiden Kurzgeschichten, waren tatsächlich zwei Ideen, die mir im Traum gekommen sind. Also das ist bei mir so, dass wenn ich abends ins Bett gehe, mich die Arbeit noch so sehr begleitet, dass die mich im Schlaf verfolgt. Und habe ich dann im Traum dann halt diese beiden Kurzgeschichten geschrieben und habe die dann am nächsten Morgen notiert, hab die dann Thorsten geschickt und normalerweise, wenn ich Thorsten immer eine neue Idee gebe, ist seine erste Reaktion, das ist scheiße, das können wir nicht machen, das wird nichts. Bei den beiden war Thorsten begeistert und das ist so das erste Mal gewesen. Das war dann so für mich eine kleine Stütze, also um meinen Werdegang als Solo-Autor jetzt weit voranzubringen. Und das bringe ich jetzt mit in unser neues Projekt, wo ich dann mit Hannes als Zeichner zusammenarbeite und habe dann jetzt unser neues Projekt, The Impure.
Und ja, wie gesagt, also Zinnober habe ich dann zu Ende gedruckt, dann mit der neuen Druckerei, und die hat zum Glück pünktlich geliefert und auch alles in entsprechender Qualität. Damit ist mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen und jetzt bin ich gerade dabei, die zu versenden. Also ich mache jetzt zwar gerade noch The Impure als Crowdfunding-Projekt, aber ich habe mein altes Crowdfunding-Projekt noch nicht ganz erfüllt, weil die Bücher noch nicht versandt sind. Die sind in einem Riesenstapel bei mir noch in dem Lager. Die muss ich noch die nächsten Tage rausbringen. Aber die sind da. Und das ist das Wichtigste und die Leute wissen das auch. Aber die warten auch schon ganz gespannt. Ich habe heute erst eine Twitter-Nachricht bekommen, ist mein Buch schon unterwegs, und dann muss ich sagen, ja, leider, ich muss leider 200 Bücher verpacken oder 200 Pakete, und das kriege ich leider nicht so schnell hin. Letztes Jahr bei meinem ersten Kickstart hat mir meine Schwester geholfen, die damals schwanger war, und mit meinem Neffen, und der übrigens fast gleichzeitig mit Hannes Sohn zur Welt gekommen ist, hatten wir beide fast zeitgleich dieses Highlight. Ja, jetzt bin ich da aber alleine, und das ist dann erstmal viel, viel Zeit, vor allen Dingen, da ich ja nebenher noch unser aktuell laufendes Kickstarter-Projekt fördern muss. Also The Impure ist halt für mich eine neue Herausforderung, weil ich da jetzt koloriere. Ich habe bis jetzt nur die Kurzgeschichte in Band 2 von Andreas Butzbach koloriert. Das war so meine erste Kolorationsarbeit. Und jetzt bei The Impure habe ich direkt ein Großprojekt als Kolorist. Und gleichzeitig bin ich jetzt auch noch Solo-Autor. Das sind dann zwei für mich richtig krasse Herausforderungen. Und das kann ich nicht stemmen, wenn ich das auch noch zeichnen muss. Und deswegen habe ich da mir von Anfang an einen Partner suchen wollen. Und mit Hannes Radke habe ich, wie gesagt, schon zusammengearbeitet. Und Hannes Radke hat auch einen fantastischen Stil. Und Hannes hatte mir dann ein paar Entwürfe oder Projekte von sich mal geschickt, die er so mal angefangen hatte. Und dann habe ich mir so rausgepickt aus allem so ein bisschen und habe dann daraus The Impure kreiert. Also definitiv auch eine neue Rollenverteilung letztlich beim Projekt. Du hast da jetzt ganz andere Sachen zu erledigen. Parallel dazu eben noch deine letzte Kickstarter-Kampagne von Zinnober 2. Ich habe mir gerade mal die Zahlen aufgerufen. Mit stolzen 154 Unterstützern hast du da knapp 6.800 Euro zusammenbekommen. Natürlich weit über den ursprünglichen Zielbetrag hinaus. Also waren da auch Stretch Goals noch mit dabei. Ich kann an der Stelle bestätigen, ich habe beide Kampagnen natürlich unterstützt und zumindest, also den ersten vollständig gelesen und durch den zweiten zumindest schon durchgeblättert. Also es ist ein ganz tolles Projekt, und das kann man bei dir ja auch, glaube ich, nachträglich alles noch bekommen. Ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie ausverkauft werden oder so. Ja, ja, also Zinnober Band 1 ist tatsächlich schon fast ausverkauft. Ich habe echt nicht mehr, ich habe noch, glaube ich, 2 Kartons, das sind echt nicht mehr viele. Okay, also schnell zuschlagen. Ja, also ich denke mal, es kann gut sein, dass nächstes Jahr meine erste Auflage von Zinnober Band 1 ausverkauft ist. Ich plane ja aber schon einen dritten Band von Zinnober. Mhm. Also aufgrund des Erfolges werde ich eine Fortsetzung machen. Eigentlich war es schon eine in sich geschlossene Geschichte, aber es läuft einfach zu gut und die Leute wollen halt mehr haben. Und Thorsten und ich arbeiten schon an mehr Material, weil wir wollen uns dafür mehr Zeit lassen, weil wir halt ein vollkommen neues Konzept aufrollen wollen. Wir wollen nicht nur einfach fortführen, sondern wir wollen auch eine gute Sequel haben. Und deswegen lassen wir uns da nochmal ein Jahr Zeit für die Story. Und wenn ich dann das dritte Buch Kickstarter, das wird natürlich auch wieder über Crowdfunding finanziert, dann werde ich dann auch wahrscheinlich wieder eine neue Auflage von Band 1 mitdrucken. Und momentan mache ich nebenher noch ein One-Shot, das in New York veröffentlicht wird beim US-Verlag. Scout Comics, New York bei Scout Comics. Das wird eine Einzelausgabe sein, die zu New York Comic Con erscheint. Und dort werden die 3 Kurzgeschichten jetzt von Elif, von der Sarah Borini und von Andreas Butzbach, die jetzt im deutschen Buch mit drin sind, werden die dann in einem Einzelheft erscheinen. Und da wird auch noch eine neue Geschichte drin sein, die quasi ein Prolog werden zur Fortsetzung. Und das heißt, da kommt dann auch ein bisschen neues Material. Und da schreibt Thorsten schreibt da gerade unsere Idee, die wir gemeinsam uns jetzt erarbeitet hatten, auf, und dann werden wir jetzt in den nächsten Wochen das Skript schreiben, dann werde ich die zeichnen, dann wird das koloriert und geinkt und dann wird das hoffentlich pünktlich an den Verlag gehen und dann halt zu New York Comic Con erscheinen, wo ich dann auch hin will. Da bin ich auch gerade so momentan am Vorbereiten. Da bin ich richtig gespannt. Das wird meine erste Auslandsreise seit Ewigkeiten sein und dann auch direkt in die USA zu so einer riesigen Messe.
Ja, und auch gar nicht so einfach in die Messe, glaube ich, reinzukommen. Das hat sie mal angeschnitten im Gespräch. Aber das wollen wir jetzt hier vielleicht gar nicht so vertiefen, denn wir wollen uns heute natürlich ein bisschen intensiver über The Impure selbst unterhalten. Ja, ja. Worum geht's eigentlich? Wovon handelt das Ganze? Und das ist ja, wie gesagt, jetzt schon die dritte Kickstarter-Kampagne. Vielleicht mal so allgemein, warum eigentlich Kickstarter? Und warum überhaupt Crowdfunding? Also Crowdfunding, das Ding ist, die Produktion von einem Comic, die ist unheimlich teuer. Zum einen der Zeitaufwand, den man selber hat. Ne? Also jeden Tag, wo ich nicht zur Arbeit gehe und an The Impio sitze oder an meinen anderen Projekten, verdiene ich kein Geld. Ne? Mhm. Das ist also und ich muss halt wirklich viel Zeit investieren, dadurch, dass ich so viel mache. Und das ist dann, das macht sich in meinen Gehaltschecks jeden Monat bemerkbar. Klar, ja. Und dann das Ding ist, ich lege sehr viel Wert darauf, meine Leute, die dann mir helfen, fair und schnell zu bezahlen. Ich habe jetzt einen Tuscher, der mir hilft, den Christian. Ich habe eine Koloristin, die unheimlich gut ist und wirklich viel Aufmerksamkeit auch verdient, weil sie jetzt gerade so angefangen hat und direkt so gut ist. Ich habe einen Letterer, den Taylor, der mega erfahren ist, der hat schon so ziemlich alles schon gelettert, was großen Namen hat in den USA und der verdammt gut ist. Und das sieht man auch in dem fertigen Produkt. Und die wollen auch bezahlt werden natürlich. Und die werden auch von mir bezahlt. Und das kostet auch Geld. Und dann kommen noch die Druckkosten hinzu. Das sind immer so Kosten, die man dann auch nicht bedenkt, wenn man sich vorstellt, dass ein Comic auch gedruckt werden muss. Und das sind halt vierstellige Bereiche, die enorm hochgehen. Ne? Also ich hatte mal so grob vorgerechnet, die Produktion des ersten Buches hat mich schon fast, ging schon an die 10.000. Ne? Mhm. Also, na klar. Ne? Und dann hatte ich halt das Kickstarter. Ich weiß nicht mehr, wie viel ich beim ersten Band jetzt gemacht habe. Ich bin bei 6.000 rausgekommen. Ne? Das heißt, da konnte ich schon mal mehr als die Hälfte meiner Investitionen wieder rausholen und konnte halt den Druck halt schon mal bezahlen. Das Ding ist, die Druckerei möchte ihr Geld natürlich auch vorher haben, bevor sie drucken. Und Kickstarter ist halt eine schöne Vorbestellerplattform, wo die Leute dann im Grunde vorbestellen können, schon was sie wollen, und ich das Geld dann nutzen kann, um den Druck zu bezahlen. Ja, schöner als Kickstarter ist, dass es sehr schön vernetzt ist, dass es mittlerweile auch einen etablierten Namen hat, auch mittlerweile in Deutschland. In Deutschland gibt es das ja noch nicht so lange. Und dennoch kommt immer mit Kickstartern ein mittlerweile sehr, sehr gut erarbeiteter Ruf mit. Also man sagt schon fast Kickstarter als Synonym für Crowdfunding. Also wenn man sagt, ich habe jetzt meinen Kickstarter am Laufen, wird das schon als Synonym für Crowdfunding als Ganzes genutzt. Und Kickstarter hat sich auch schon etabliert als sehr schöne Plattform für Comics. Und Kickstarter hat auch einen sehr schönen Algorithmus, der auch sehr schön Projekte teilt. Und ich sehe ja an den Daten, die ich bekomme von Kickstarter, woher die Leute kommen. Und Kickstarter teilt das auch sehr schön. Momentan wird auch Indiegogo wieder stärker genutzt. Nur hat Kickstarter einen Vorteil gegenüber Indiegogo, nämlich dass es innerhalb von Deutschland auch ganz normale Kontoabbuchungen nutzt. Ah, also na klar. In Europa ist das nun mal so, dass Kreditkarten nicht so weit verbreitet sind wie jetzt im Ausland oder außerhalb von Europa. Und Leute, die in Deutschland leben, können The Impure mit ganz normaler Bankabbuchung unterstützen. Also die brauchen keine Kreditkarte. Und das ist schon eine kleine Erleichterung für die meisten, weil halt nicht jeder eine Kreditkarte hat. Ich erinnere mich noch, als das erste Mal, als ich mit Kickstarter konfrontiert war, da wollte ich auch gerne ein Projekt unterstützen. Das war vor einigen Jahren, da war es noch nicht in Deutschland, richtig, ne? Und da ging es nur mit Kreditkarte und ich hatte keine Lust mehr, extra eine Kreditkarte zu kaufen. Ja, ich muss auch mal die von meinem Bruder nutzen. Nee, aber das Ding ist, das wissen halt die wenigsten, weil halt Kickstarter, wie gesagt, noch neu ist in Deutschland. Wenn der Typ, der den Kickstarter startet, also ich, auch aus Deutschland kommt, dann können die Leute, die in Deutschland leben, halt auch ganz normale Bankabbuchung nehmen. Das heißt, diese ganz normale Bankabbuchungsgeschichte funktioniert nur, wenn das Projekt aus dem gleichen Land ist, wie der unterstützen möchte. Das heißt, wenn ich jetzt ein Projekt in Österreich unterstützen möchte,
dann brauche ich wieder eine Kreditkarte. Aber wenn ich ein Projekt in Deutschland unterstütze, brauche ich keine Kreditkarte. Mhm. Das ist so ein kleines Schlupfloch, den es da gibt, von dem aber wenige wissen. Das hatte der Felix Mertikat, über den habe ich das damals erfahren, als der sein Tsukuyomi gestartet hat, Kickstarter, und hat er dann auch sehr schön hervorgehoben, dass es auch ohne Kreditkarte geht. Und erst dann habe ich meinen Defects gelesen und da habe ich das dann herausgefunden. Eure aktuelle Kampagne geht, wenn ich das richtig gesehen habe, erst 3 Tage oder läuft seit 3 Tagen, seit dem 6. Juli? Seit Freitag, seit dem 5. 5. schon, okay. Ja. Und ihr habt bereits jetzt fast 3.000 Euro von dem Mindestziel von 4.000 Euro erreicht. Also es läuft sehr gut. Und ihr habt auch schon stolze 78 Unterstützer. Ihr seid bestimmt auch ein bisschen begeistert, oder? Du zuerst, Hannes? Ja, ich bin sprachlos. Also ich meine, ich hab jetzt keine so starken Referenzmöglichkeiten wie jetzt Ralf, ne? Der da schon 2 Projekte gemacht hat. Aber ich finde es krass, also hätte ich mir nie träumen lassen, dass das so, so schnell und so stark halt anläuft. Ne? Mhm. Ich meine, wer weiß, ich kann die Zukunft nicht sehen, aber ne, vielleicht sind die letzten 1.000 Euro die schwierigsten. Aber also das war schon krass. Also das hat mich von den Socken gehauen. So, jetzt Butter bei die Fische. Jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt müssen wir uns mal über Inhalte unterhalten. Mit The Impure Band 1 namens Minerva oder dem Titel Minerva, den man hier jetzt quasi unterstützen kann, erwartet uns ja mal was ganz anderes als das, was wir bei Zinnober bekommen haben. Ralf, wie ist der Pitch? Hau ihn raus. Was erwartet uns bei The Impure? Also vom Stil ist es quasi Final Fantasy mit Star Wars. Also viel übermäßig seltsame Kreaturen und gleichzeitig ein bisschen Space Action. Die Handlung es geht im Grunde um einen Soldaten, der halt für einen Staat einem Staat dient, der halt sich nach und nach immer mehr radikalisiert. Nach und nach öffnen sich seine Augen und er sieht halt, dass er für etwas kämpft, was gar nicht mehr seinen ursprünglichen Idealen entspricht. Und ich finde das top aktuell, gerade halt auch in Europa und auch in den USA, wo dann plötzlich Leute an die Regierung gewählt werden, die eigentlich total antidemokratisch sind und auch Ziele verfolgen, die eigentlich sehr schädlich sind und teilweise auch sehr rechtsradikal. Und unsere Hauptfigur ist halt ein Soldat, der eigentlich immer an das System geglaubt hat und dem System sogar teilweise blind folgt. Und der jetzt so nach und nach feststellt, Moment, vielleicht bin ich doch auf der falschen Seite. Und das ist so das, was die Handlung vorantreibt und die Entwicklung des Charakters quasi ausmacht. Es geht halt um blinde Loyalität. Um eine Regierung, um einen Staat, der immer radikaler wird und sich immer mehr rechts bewegt und halt wie die Gesellschaft sich dort entwickelt und was das alles prägt und woher das auch kommt. Was hat überhaupt dazu geführt, dass ein Staat so geworden ist? Das klingt vor allem auch nach einem politischen Comic mit eben ja auch einer gewissen Sozialkritik. Ist es das, was ich erwarten kann? Auf jeden Fall. Also ich habe... Das hat mich auch bei Zinnober geprägt, bei der Figur James. Ich habe, wo ich damals, das war 2005 oder so, habe ich meinen Artikel gelesen. Ich glaube, vom Stern war das. Den gibt es auch heute noch im Internet, wenn man den googelt. Der heißt, ich glaube, Menschen töten ist wie Pizza essen. Da geht es um einen Soldaten, der im Irak war und dort als Soldat mit anderen Soldaten eine Familie überfallen hat. Die haben die Frauen dort missbraucht und dann die Leichen verbrannt. Mhm. Und der hat halt davon erzählt, wie radikal die jungen Soldaten dort sich entwickeln. Die gehen dahin, teilweise mit Hoffnung oder mit Vorstellung, die eigene Heimat ein Stückchen sicher zu werden. Aber durch die extreme Situation werden die teilweise zu diesen Monstern, die schlimmsten Sachen machen. Und das habe ich damals auch bei Zinnober schon verarbeitet.
Und bei The Impure gehe ich halt noch einen Schritt weiter und will dann halt auch eine Figur haben, der nach und nach vielleicht sogar dem so die Augen geöffnet werden oder der selbstständig ist, schafft, seine Augen zu öffnen und plötzlich anfängt, das alles zu hinterfragen und dann irgendwann auch sieht, wie schlimm das alles ist, was er teilweise vielleicht sogar selber verbrochen hat. Und das ist ein sehr schweres Thema, das die ganze Zeit mitschwingt, aber dennoch ist es sehr actionlastig. Also es wird sehr irgendwie, Hannes hat mir mal gesagt, er hat immer so coole Action-Szenen in seinen Comics, aber er hatte irgendwie noch nicht so die Erfahrung gehabt, dass man überhaupt eine gute Story hat, mit der man diese Action begründen kann. Und ich glaube, das ist so das, was ich versuche. Es gibt halt mega viel Action, aber es gibt halt einen Grund für diese Action. Die passiert nicht einfach so, dass sich zwei Leute treffen und dann ein Duell machen, sondern die haben Konflikte, die ich aufbaue und die dann ausgetragen werden aufgrund der Situation. Mich persönlich hast du auf jeden Fall überzeugt, denn als jemand, der die beiden zumindest anderthalb, 10 Oberbände schon gelesen hat, weiß ich, dass Worldbuilding halt genau dein Ding ist. Das heißt also, du erstellst eine Welt, die mehr ist als bloß diese, sag ich mal, einfache Geschichte, die wir lesen, sondern es gibt immer noch ein riesengroßes Drumherum mit Hintergründen, die wir vielleicht eventuell irgendwo nochmal zu lesen bekommen und sei es eben in einer der auch immer empfehlenswerten, ja, B-Stories oder Kurzgeschichten, die eben noch mit dabei sind. Also wirklich eine Welt, die schon relativ komplex zu sein scheint. Hannes, wie ist es denn eigentlich gewesen bei der Erstellung von dem Comic oder bei dem, sag ich mal, ihr seid ja noch quasi, der eigentliche Prozess kommt ja, glaube ich, noch auf euch zu. Wie ist denn das so ein bisschen beim Design und bei der kreativen Phase gewesen oder ist es vielleicht auch, wie viel hast du denn selber noch, sag ich mal, aktiv beitragen können zum Comic, was vor allem auch so Inhalte angeht? Ja, also das fand ich ganz spannend, mit Ralf daran zu arbeiten. Im Grunde kam er so ein bisschen auf mich zu und hatte gefragt, hier, wollen wir nicht mal irgendwas zusammen machen, irgendein Projekt, ne? Mhm. Dann sind wir erstmal im Grunde mein Archiv durchgegangen, was wir, ich habe Skizzenbücher weise voll, Skizzenbücher voll gezeichnet mit Ideen einfach nur. Mhm. Schon seit Ewigkeiten, schon seit dem Studium, schon davor. Ich habe halt schubladenweise voll Ideen, nur keine Zeit, sie umzusetzen. Und das war fast wie so ein Süßigkeitenladen, ne? Man konnte hier und da was rauspicken und hier Designs, da Themen vielleicht auch, ne? Die ganzen Ideen haben sich dann transformiert so nach und nach und es wurde dann durcheinander gemischt und dann kristallisierte sich irgendwas raus, ja, was dann eben diesen Themen und so auch eben eine gute Gestalt verleihen kann. Also sagen wir zumindest diese schweren Themen wie jetzt sowas Politisches oder so eine persönliche Reise, ne, die mir ja auch, wenn man meine Solo-Projekte kennt, dann weiß man auch, dass ich mich auch sehr mit sowas beschäftige. Gerade wie, ne, wie lebt sozusagen eine Kriegerperson, ja, überhaupt in so einer Welt der Gewalt und wie rechtfertigt er das vor sich selber? Genau, und bei The Impure ist halt, finde ich, besonders spannend in visueller Hinsicht, wie wird das verkörpert, ne? Weil wir haben ja dieses Fantasy-Element, das man so ein bisschen aus Star Wars-Bereichen kennt, das halt in dieser Science-Fiction-Welt so eingebettet ist. Und das Haupt-Fantasy-Element bei uns ist, es gibt diese Weltraumgötter, ja, und die werden eben durch mystische Verfahren eben mit Menschen verschmolzen, um Superwaffen zu kreieren, ja, menschliche Waffen. Und diese Götter, welche Gestalt hätten die jetzt, ne? Und das war so ein bisschen meine Rolle, vor allem bei dem kreativen Prozess, war so zu überlegen, okay, was haben wir für visuelle Elemente, was haben wir für optische Dinge, mit denen wir das besonders gut darstellen, verkörpern können, was diese Geschichte auch aussagen soll, ne? Und in dem Fall war es interessant, diese Götter, wie die
widerspiegeln, was mit den Charakteren passiert oder was wie die optisch darstellen, visuell darstellen, was in den Charakteren ist, wo sie herkommen, was der Charakter ist, ja, und was sie beschäftigt vielleicht auch. Genau, und wie sich das widerspiegelt eben in dieser physischen Welt, ja. Auf der Kickstarter-Seite kann man sich ja eine ganze Menge Zeichnungen und Farbskizzen von dir bereits angucken, auch kolorierte Versionen von Monstern. Sind das diese Götter, von denen du gerade gesprochen hast, diese bunten, kolorierten? Ja, genau, ja. Genau. Also jeder von diesen Impure, von diesen Unreinen, ist mit einem Gott verschmolzen, den die dann auch beschwören können. Und diese Götter haben eigentlich keine eigene Gestalt vorher gehabt. Und erst durch die Verschmelzung mit den Menschen haben die eine Gestalt bekommen. Und diese Gestalt, die die jetzt haben, die spiegelt so ein bisschen die Geschichte und die Persönlichkeiten der Menschen, mit denen sie verschmolzen werden. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass das Nero, die Hauptfigur, so ein Soldat ist, der quasi blind an den Staat glaubt und darum hat seine Göttin die ganze Zeit so eine Augenbinde. Das soll halt symbolisieren, dass er blind ist. Und man kann quasi im Design dieser Götter oft noch versteckte Hinweise über die Charaktere entdecken. Das ist eine unglaublich geile Spielerei, die Hannes, also es war Hannes Initialidee, wo er gesagt hat, ich will das und das gerne so gestern, dann haben wir überlegt und dann habe ich die Idee gehabt, ey, was ist, wenn das so versteckte Hinweise sind auf die Figuren? Und dann haben wir angefangen, sind wir da immer tiefer reingegangen und dann hat Hannes auch manchmal Designs reingebracht oder Elemente reingebracht und dann habe ich überlegt, wie könnte ich das in die Figur einbauen? Ja, und dann gibt es zum Beispiel einen Gott, der hat die ganze Zeit, also der hat ganz viele Arme und vier davon benutzt der die ganze Zeit, um so ein Buch die ganze Zeit fest an sich zu drücken, was geschlossen ist, was auch noch zugekettet ist. Und das soll halt so symbolisieren, dass dieser Charakter, der diesen Gott hat, in sich hat, noch so versteckte Geheimnisse hat. Und Minervas Gott hat die ganze Zeit so Schwerter im Rücken, die auch ein Hinweis sind auf irgendwas, was noch passieren kann. Weil diese Götter eigentlich außerhalb von Raum und Zeit leben, wissen die auch, was in der Zukunft der Figuren passiert. Es ist ja so, dass die Göttin von Nero, dass die einen Arm so mit Brüchen hat, wo dann Teile ihres Arms fehlen. Und das ist halt ein Hinweis darauf, dass Nero im ersten Band, das passiert in den ersten 10 Seiten, darum ist es für mich kein Spoiler, weil man das auch schon auf einem der Cover sieht, der verliert seinen Arm. Und das wird dann durch eine Prothese ersetzt. Das heißt, diese Göttin hatte schon immer diesen gebrochenen Arm, aber das war nun Hinweis, was keiner verstanden hat. Und dann verliert er seinen Arm. Und dann wird das quasi revealed, dass seine Göttin schon wusste, dass er irgendwann seinen Arm verliert. Und deswegen ist in der Gestalt der Götter immer so auch ein bisschen Prediction, was mit den Figuren noch passiert oder was in denen noch drinsteckt. Das ist eine unglaublich coole Spielerei, die Hannes da in den Designs mit reinbaut. Also man kann sich die Designs angucken, die Götter angucken. Und man kann da so ein bisschen spekulieren, was mit den Figuren ist oder was noch mit denen passieren kann. Genau, das ist auch, ich finde, das weist halt so ein bisschen noch darauf hin, was das Spannende eben an dem kreativen Prozess jetzt war, ne? Dass eben man sich so Ping-Pong-mäßig halt Ideen hin und her spielen konnte, ne? Dass es nicht so ist, Ralf hat jetzt alle Ideen gehabt und ich illustriere jetzt all diese Ideen, ne? Sondern dass Ralf immer wieder die Sachen auch aufgenommen hat und überlegt hat, okay, wie könnte man das jetzt einnehmen oder dass ich auch sozusagen den Anreiz hatte, weil ich wusste, dass bestimmte Dinge waren noch so ein bisschen leeres Spielfeld, ne? Wo ich noch Freiheiten hatte zu überlegen, okay, ja, womit könnte man das ausfüllen, ne? Wie zum Beispiel bestimmte Aspekte der Charaktere, die halt erst im Designprozess von diesen Göttern dann überhaupt erst zur Frage wurden, ne? Wie zum Beispiel, okay, was ist jetzt eigentlich genau die Persönlichkeit dieses Charakters? Was vorher noch nicht ganz definiert war, aber wie kann ich halt, und dann habe ich einfach angefangen zu zeichnen, also eher frei assoziativ, ja, und dann überlegt, okay, ja, was könnte das jetzt sagen über diesen Charakter? Und ne, dann das wurde dann immer mehr eingebaut und so wird das halt, es ist wie so ein Schmelztiegel, also deswegen kann man schwer sagen, okay, das war jetzt exklusiv Ralfs Idee oder das war exklusiv Hannes Idee, sondern das ist mehr so ein, ne, so wirklich eine Kooperation im wahrsten Sinne. Manchmal sehe ich auch so Sachen von Hannes, die passen nicht in das, was ich für die Figuren geplant habe oder was für die Figuren
was zu den Figuren, so wie ich sie bis jetzt geschrieben hatte, passt. Aber das sieht dann so geil aus, dass ich das behalten will. Und dann schreibe ich die Figuren ein bisschen um. Also, ne, das ist halt dieses Ping-Pong, was manchmal hat er halt so Sachen, bringt er Sachen rein, die finde ich so geil, da überlege ich mir dann, wie kriege ich das dann jetzt in die Story rein, dass das auch noch funktioniert oder dass wir das behalten können. Also ich finde, manchmal sehe ich halt so Sachen und dann sehe ich, boah, das ist so geil, das müssen wir behalten, das können wir nicht streichen. Und wie baue ich das jetzt in die Handlung der Figur ein, in ihre Charakterentwicklung und das macht unheimlich Spaß, wenn Hannes dann mit so Sachen kommt, wie halt diese Schwerter, die ich eben schon angesprochen hatte, in dem Rücken von Minervas Gott. Und da habe ich dann überlegt, ist mir sofort eine geile Idee gekommen, wie ich das mit einbauen kann. Und schon haben wir einen coolen Plot-Twist, den ich später bringe. Und da sind wir ja auch schon bei den konkreten Fragen, wie es denn jetzt weitergeht. Das Ganze ist meines Wissens, ich habe es glaube ich auch schon erwähnt, auf 4 Bände ausgelegt, jeweils 100 Seiten habe ich hier irgendwo gelesen, was schon echt eine beachtliche Menge ist, auch eine Miniserie. Und zum jetzigen Zeitpunkt, gibt es da schon fertige Seiten, an denen ihr schon gearbeitet habt, oder würde es erst jetzt losgehen, wenn ihr ab Tag der Aufnahme 25 Tagen natürlich mehr als erfolgreich aus der Kampagne gegangen seid? Wie geht es dann konkret weiter? Also Hannes hat schon ein paar Testseiten gemacht für uns intern. Das sind auch teilweise Panels, die man auch in dem Video sieht. Da sieht man ja immer so Panels und Ausschnitte in dem Video. Das sind Testseiten, die er gemacht hat. Die werden nicht final verwendet, aber die hat er intern gemacht, um für sich erstmal so den Stil zu finden, um seine Arbeitsweise zu finden. Und genau, das war auf meine Initiative hin. Genau. Aber es gibt eine Seite, die tatsächlich, die habe ich ihm dann 2 Tage vom Kickstarter noch machen lassen, weil die wollte ich unbedingt ins Video haben. Das ist die erste Seite. Da sieht man halt im Video die beiden Kinder, also die beiden Geschwister, Minerva und Nero, wie sie als Kind auf einem Schiff stehen und dann durch das riesige Fenster sehen, wie ihr Heimatplanet zerstört wird. Das ist Seite 1 aus dem Comic, wie er dann später kommen wird. Also theoretisch, also was heißt theoretisch? Eigentlich haben wir eine Seite schon fertig vom finalen Comic. Aber eigentlich ist es so, dass wir jetzt im aktuellen Prozess sind wir noch am Feintuning. Ich habe halt jetzt einen neuen Editor, weil Thorsten halt keine Zeit hatte, um mich nach Impio zu begleiten. Er hat halt noch andere Projekte und The Impure wird jetzt viel Zeit von uns verlangen und die hatte Thorsten leider nicht. Deswegen habe ich mir einen neuen Editor gesucht und das ist der Peter. Und der hat halt schon professionelle Erfahrung als Editor in den USA und hat halt schon an bei IDW an Projekten für Neon Genesis Evangelion Anima und halt Star Wars Adventures mitgearbeitet. Und der bringt halt, oder Samurai Jack hat er da glaube ich auch gemacht, und er bringt halt schon die Erfahrung mit, die wir brauchen. Und da mache ich jetzt gerade, sind wir in diesem Schritt, wo Hannes noch so finale Concepts machen, die uns fehlen für das erste Buch. Und ich bin jetzt so quasi in dem Prozess, wo ich den Plot nochmal mit Peter durchgehe, ob der so funktioniert, wo ich noch was vielleicht an den Charakteren ändern muss, wo ich vielleicht an dem Handlungsstrang ein bisschen ändern muss. Also wir gehen die Struktur der Story nochmal durch. Und wenn da steht, mache ich ein Skript und das wird dann auch mit Peter abgesprochen und dann starten wir. Das ist so unser aktueller Stand. Okay. Ich mag persönlich diese Stilmischung aus diesem Düsteren, das Dystopische. Ich finde das Fantasy, was ich gesehen habe, die Fantasy-Aspekte alle total geil. Und was ich irgendwie auch sehe, vielleicht ist das nur subjektive Wahrnehmung, sind so Manga-eske Einflüsse. Hannes, kann das sein, dass die da irgendwie drin sind oder bilde ich mir das bloß ein? Das kann sein, dass du das nicht nur einbildest, weil ich tatsächlich... manchmal sehe ich Sachen komisch, verstehst du das? Ja, also du musst nicht deine Brille putzen, das ist alles in Ordnung mit deinen Augen, weil nämlich ich lese tatsächlich fast ausschließlich Mangas. Ich weiß nicht, irgendwie hatte mich das schon seit meiner frühesten Jugend, habe ich einfach diese Art Comic, diese Dynamik und so einfach gepackt und nicht wieder losgelassen. Aber sind definitiv auch noch europäische Einflüsse und amerikanische Einflüsse da. Es ist so ein bisschen auf der Schwelle, denke ich mal. Und das macht es ein bisschen schwierig, das einzuordnen.
Fällt mir selber manchmal schwer. Also, wenn du mich jetzt fragen würdest, ist das jetzt ein Manga oder ist das Comic? Ich glaube, die Unterscheidung, ja, ist vielleicht. Sollte man vielleicht auch nicht treffen. Ist vielleicht auch ein bisschen aus einer anderen Zeit, ja. Ja, genau, ja. Ja, ich finde es top, ich finde es wunderschön. Also, ich hatte eine Seite in Zinnober 1, wo ich mit Hannes, die ich mit Hannes nochmal durchgegangen bin, da habe ich halt gemerkt, dass er halt diesen starken Manga-Einfluss hat. Und zwar im Japanischen ist das so, dass man erst von oben nach unten liest und dann von rechts nach links. Und wir Europäer lesen ja erst von links nach rechts und dann von oben nach unten. Also genau, es ist nicht nur spiegelverkehrt von rechts nach links, sondern auch in der Priorität. Unsere Priorität liegt halt horizontal und in der japanischen liegt die halt vertikal. Man liest erst nach unten. Mhm. So, und da gibt es halt drei Panels, die halt in der Abfolge sind und er hat die halt so gelegt, dass man die erst von oben nach unten liest in der japanischen Reihenfolge. Der Europäer würde aber erst horizontal, also es sind halt drei Panels. Das erste Panel ist links und dann ist rechts ein größeres Panel und darunter ist noch ein Panel. Und die normale Reihenfolge wäre, dass wir erst horizontal bleiben würden und von links nach rechts gehen würden und dann würden wir erst in das untere Panel uns bewegen. Aber der Manga-Leser neigt dazu, erstmal nach unten zu gehen, statt nach rechts. Mhm. Und da haben wir das aber so gelassen vom Artwork her. Ich habe das, mir ist das schon sofort am Anfang aufgefallen, aber ich habe es so gelassen, weil wir haben das dann mit dem Lettering geregelt. Wir haben dann die Caption und den Text so gelegt, dass der Leser quasi entgegen seiner intuitiven Gewohnheit erst nach unten geht. Das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass der Hannes sehr starken Manga-Einfluss hat. Vor 50 Jahren hätte der Comiczeichner wahrscheinlich kleine Pfeile gemacht, was zuerst gelesen wird. Ja, das hat auch schon Möbius gemacht, wenn man sich die allerersten Sachen von Jean Giraud, bevor halt Möbius hieß, anguckt. Der hatte auch Probleme damit, Panels richtig zu platzieren. Und weil er dann noch nicht so viel Erfahrung hat, hat er dann irgendwann mit Pfeilen getrickst. Das sind seine Anfängerarbeiten. Und in seinen späteren Jahren hat er das nicht mehr benutzt, weil er dann instinktiv wusste, wie man Panels platziert. Aber da ich ja auch nicht nur Autor bin, sondern auch selbst Zeichner, habe ich halt diesen intuitiven Blick, dass ich halt sehe, wie Panels gelegt werden müssen. Und dann habe ich da sofort bei Hannes gesehen, bei seinem Artwork, da ist jemand Manga-Leser. Und ohne, dass ich jetzt auf den Stil geguckt habe. Und ich bin ja auch ein unheimlich krasser Manga-Leser. Es ist ja nicht so, dass ich hier nur europäische und US-Sachen bei mir liegen habe. Ich habe ja auch einen sehr starken Manga-Einfluss. Aber ich finde, dass, um zum Hauptthema zurückzukommen, was unsere Generation als Künstler hervorhebt von jeder Generation, die es vor uns gab, bis hin zu den Anfängen der Künsten ist, dass wir mittlerweile dank der Technologie Zugriff global auf Kunstwerke aus aller Welt haben. Ich brauche keine Minute, um mir einen japanischen Manga downzuladen. Ich brauche keine Minute, um mir einen US-Superhelden-Comic downzuladen. Ich brauche auch keine Minute, um mir einen franco-belgischen, Fantasy-Graphic-Novel runterzuladen. Das kann ich in Sekundenschnelle. Und das heißt, wir haben Zugriff auf Inspiration von überall. Wir können Einfluss aus Australien holen, aus Chile, können sogar mit Künstlern aus den Ländern uns austauschen, uns deren Werke anschauen. Wir können auf Artstation gehen, uns berauschen lassen mit richtig krassen Concept Art. Und dieser Zugriff auf all diese Inspiration, ich finde, das gibt der Generation, der Künstlergeneration von heute, die Verpflichtung, das auch zu nutzen. Das heißt, sich nicht nur blind in eine Richtung zu bewegen, sondern wirklich von überall alles aufzunehmen, was man nur irgendwie erreichen kann, was einem gefällt, und das auch einfließen zu lassen. Deswegen sehe ich unser Projekt auch nicht als Manga oder als Comic. Es ist halt einfach ein Comicwerk, das sich von überall beeinflussen lässt. Und Hannes und ich, wir haben ähnliche stilistische Vorlieben und die fließen da alle rein. Ja, ja.
Und natürlich ist da auch sehr viel japanischer Einfluss dabei und deswegen ist das schon okay, wenn das jemand als Manga betrachtet, aber es ist nicht nur ein Manga. Mhm. Ich glaube, die Anna Spieß war es, die ist Vorstand des Münchner Comic-Katze-Vereins. Die hatte im Gespräch gemeint, dass wir in Deutschland ja, und da will ich jetzt gar nicht weiter ausholen, ich will es noch quasi ergänzen zu dem, was du gesagt hattest, erwähnen. Dadurch, dass wir quasi jetzt in dem Sinne keine klassische deutsche Comic-Kultur haben und diese quasi erst irgendwie erwächst und auf jeden Fall deutlich jünger ist, als sie zum Beispiel im europäischen Vergleich mit anderen Ländern ist, haben wir quasi den Vorteil, uns das Beste aus allem rausfischen zu können und daraus dann so eine Art Cocktail zu machen, der vielleicht sowas wie einen deutschen Stil, wie auch immer der aussehen mag, man hört oft, dass es Mischungen aus verschiedenen Stilen sind, quasi letztlich etablieren und dann eben auch so, ja, neue Interpretationen verschiedener Genre-Mixturen vielleicht eben auch hat, wie man sie vielleicht jetzt auch hier bei euch findet. Jungs, wir haben jetzt hier schon eine Dreiviertelstunde auf der Uhr und habe ich noch hunderte Fragen, die wir jetzt hier alle stellen könnten. Und wir werden da auch nie zu einem Ende kommen. Was ich aber auf jeden Fall noch machen möchte, ist, euch die Gelegenheit zu geben, wichtige Punkte zu erwähnen. Und ihr sollt auf jeden Fall auch noch die ein oder andere Marke, die man quasi fanden kann bei euch in der Kampagne, die euch vielleicht wichtig wäre oder die ihr empfehlen wollt, die solltet ihr auch unbedingt noch erwähnen. Also ich wollte erst noch kurz sagen, dass ich finde, diese Frau hat unglaublich recht. Ich finde den Gedanken unglaublich gut. Das wollte ich nur festhalten. Das gefällt mir sehr. Ich habe das noch nicht vorher gewusst und das auch noch nie so betrachtet. Aber jetzt, wo du das gesagt hast, finde ich das sehr zutreffend. Kann ich nur unterstreichen. Gruß an Anna. Hannes, willst du vielleicht? Ja, ich glaube, für mich ist halt die Frage, ich finde es sehr spannend, auch die zu sehen, wo dann die Reise hingeht, nicht nur mit Impure, sondern auch allgemein, ob es jemals sowas wie einen deutschen Comic-Stil geben wird, sei mal dahingestellt, wer weiß das schon. Wir leben auf jeden Fall in so ein bisschen einer Zeit, wo ich mir wünschen würde, dass es so eine Art Ökumene der Comics gibt, ja, dass du halt nicht mehr sagen musst, okay, das ist jetzt Graphic Novel, Manga, bla bla blieb. Ja. Sondern ja. Sagt man, okay, der Comic hat halt so und so viele Seiten und das Format und der hat Farbe und der nicht. Oder wie auch immer, ne? Ja. Dass man einfach sagen kann, okay, wir bewerten jetzt einen Comic anhand seiner Eigenschaften, ja, und nicht anhand von bestimmten Schubladen, in die wir sie beliebigerweise reinsortieren. Mehr fällt mir jetzt gerade dazu nicht ein. Gibt es denn jetzt noch, bevor wir einzelne Punkte der Kampagne nochmal fix anschreißen wollen, Sachen, die euch wichtig sind, dass wir die unbedingt erwähnen sollten, wenn wir über The Impure sprechen? Ich werde mich dieses Mal bei Impure etwas trauen, was ich mich bis jetzt nicht getraut habe oder was bis jetzt nicht möglich war. Und zwar werde ich das Ding auf Deutsch und auf Englisch parallel veröffentlichen. Also ich werde eine gemischte Auflage machen. Ich habe das vorher schon mit der Druckerei klar gemacht. Und wenn unter bestimmten Voraussetzungen, die ich alle erfülle, kann ich halt sagen, ich möchte meine Auflage, wenn ich jetzt wieder wenn ich wieder 500 drucke, kann ich sagen, ich möchte 300 auf Deutsch und 200 auf Englisch. Und jeder Bäcker kann dann, wenn ich dann die Umfrage mache später nach den Adressen und auch bei den PDFs, können die Leute mir sagen, welcher Sprache sie das möchten. Und ich werde ihnen auch die Möglichkeit geben, es gemischt zu machen, dass sie zum Beispiel sagen, ich möchte das Hardcover auf Deutsch haben und die PDF auf Englisch. Das werde ich auch möglich machen, sodass dann jeder quasi direkt, ich habe bei Zinnober häufig gemerkt, dass dann Leute tatsächlich Sprachvorlieben haben, dass sie sagen, ja, ich möchte es doch lieber auf Englisch, aber hast du das als Hardcover? Dann muss ich denen sagen, ja, leider ist es nur als Softcover auf Englisch erschienen oder in Einzelheften. Und jetzt kann ich halt, dadurch, dass ich die Rechte noch nicht verkauft habe, weil bei Zinnober konnte ich das nicht machen, weil ich die Rechte ja schon verkauft hatte, das kann ich bei Impure jetzt schon machen. Da kann ich sagen, ich kann dann direkt Englisch anbieten. Und deswegen haben wir deshalb tatsächlich dieses Mal auch wesentlich viele oder sehr viele Unterstützer aus dem Ausland schon. Ich habe einen aus Polen, der hat mich angeschrieben, der hat gesagt, ah, ich habe mir Zinnober als Einzelhefte bestellt und ich fand das so toll. Und der hat mich jetzt bei Impure unterstützt, weil jetzt kann er es auch auf Englisch direkt bei mir bei Kickstarter bekommen. Für mich ist es ja die erste Kickstarter-Kampagne und deswegen bin ich da relativ offen für alles, was da jetzt auf mich zukommt und ich finde es sehr spannend, dabei zu sein.
Ja, vielleicht einfach nur, dass wir halt, ich denke mal, es gibt noch einige schöne Überraschungen, die der Ralf für uns bereit hat. Ich bin ja schon gespoilt, aber der Rest der Öffentlichkeit ja nicht. Mega-Ding klar gemacht. Genau. Ich sag mal so, das kann ich ja schon sagen. Es wird für jeden Unterstützer noch eine weitere Auswahloption bei dem Buch geben, die nur den Kickstarter-Supportern vorbehalten sein wird. Also das wird die nächsten Wochen revealed. Da wird es dann eine Option geben, was sie dann an dem Buch anders haben können, was nur für die Kickstarter-Supporter möglich sein wird und später in dem regulären Buch dann nicht mehr so sein wird. Und das ist schon was ziemlich Cooles und was ziemlich Geiles. Und was ich auch den Leuten sehr ans Herz legen will, ist das Artbook, das wir machen werden, wo dann, weil Hannes hat so geile Concepts gemacht, ich meine, die zeige ich ja schon auf dem Kickstarter da unten, aber es gibt noch so viel geiles Zeug, was der Hannes gemacht hat und das wollte ich irgendwie nicht verloren gehen lassen. Und deswegen habe ich gesagt, komm, wir machen noch ein Artbook dazu und das wird sich auch lohnen. Da werde ich dann auch, wenn tatsächlich Seiten frei sind, werde ich vielleicht auch noch ein paar Original-Skript-Seiten reinmachen, wo man dann auch den Prozess sieht, was hat Hannes dann aus dieser Skript-Seite für eine Seite gemacht. Sau geil. Vielleicht könnt ihr uns am Ende dann wirklich noch einen, ich glaube, man sagt Stufe bei den Crowdfunding-Kampagnen, jeweils mal so eine Stufe rausfischen, die ihr meinetwegen für besonders empfehlenswert haltet und vielleicht könnt ihr ja auch schon Stretch-Goals anteasen. Hannes, willst du zuerst was so dein... Ja, also ich habe, ich glaube, dass das ein super spannendes Reward ist ja für mich die Statistenrolle, dass du halt im Grunde, ich meine, die sind schon fast alle weg oder ich weiß nicht, ob noch eine da, noch eine. Eine ist noch da. Aber dass man halt selber in diesem Comic vorkommen kann, wenn man halt sehr wenn man ein großer Fan der Sache ist und sich selbst verewigt sehen möchte, auch wenn man nicht gerade der Künstler ist, sondern eher der Unterstützer, finde ich das sehr schön. Und ich finde auch schön zum Beispiel so von der Kampagne her, ne, dass man halt Livestreams zum Beispiel machen kann, ne, dass die Leute live dabei sein können, während man daran arbeitet. Das ist ja irgendwie auch was Neues. Das ist ja in der Form erst seit ein paar Jahren wirklich Existenz, dass man dem Zeichner über die Schulter schauen kann beim Zeichnen, ne, auf jetzt Twitch, TV oder wo auch immer das sein mag. Genau, und das machen wir ja auch zum Beispiel. Also, dass man, der Ralf macht das ja auch sehr, macht das ja alle paar Tage. Ich will einmal die Woche. Genau, aber das kündigen wir dann ja auch immer an, wenn es soweit ist. Also das Paket, das ich empfehlen kann, ist das Fan-Paket mit Originalzeichnung. Erstmal macht man da schon richtig geile Schnäppchen. Man kriegt quasi Hannes Zeichnung für umsonst. Mhm. Und, ne, also da darf man sich freuen, Originalzeichnung von Hannes zu bekommen. Und ich habe halt die Skizzen von Hannes schon gesehen und seine Skizzen sehen saugeil aus. Es ist ein ganz anderes Level, wenn man das halt auf dem Papier sieht. Und da könnt ihr halt was bekommen. Und das Schöne ist, in diesem Paket sind halt auch andere geile Dinge drin, wie halt die Prints, die wir von den Gastzeichnern bekommen haben. Und die sehen auch alle drei richtig geil aus. Ich habe mich da entschieden, weil wir halt drei Charaktere haben, die zentral eine Rolle spielen, haben wir einen Print zu jedem dieser Charaktere gemacht. Und ich finde, die sind alle saugeil rausgekommen. Und die sind halt auch noch in diesem Paket drin. Dann gibt es noch das T-Shirt und das Artbook. Also man bekommt in dem Paket das volle Programm. Aber das Geilste ist, dass man quasi diese Originalzeichnung... Also ich will eigentlich nur, dass das der Hannes richtig gequält wird und viele Originalzeichnungen machen will, soll. Weil ich das von meinen Kampagnen kenne, dass ich immer viele Originalzeichnungen machen muss. Und ich möchte, dass der Hannes auch mal leidet. Und deswegen müsst ihr da möglichst viele Originalzeichnungen euch holen. Ne? Lasst den Hannes ruhig mal ein bisschen ackern für sein Geld.
Sehr sympathische Ansage, alles klar, ist angekommen, wunderbar. Ich selbst bin übrigens großer Fan der digitalen Ausgaben. Ich habe mir persönlich jetzt hier auch mal die kleinste Stufe zwar nur gegönnt, aber immerhin, weil ich das ganz gerne einfach unterwegs digital auf dem Tablet lese. Also an der Stelle, ja, ja. Man kann auch für wenig Geld euch unterstützen. Das soll an der Stelle auch nochmal erwähnt sein. Genau, für 5 Euro bekommt man die digitale Ausgabe, also für 5 Euro die komplette Story. Mhm. Denke ich mal, vertretbar. Auf jeden Fall. Und das sehen inzwischen auch 79 Unterstützer so, denn während unseres Gesprächs habt ihr die 3.000-Euro-Marke geknackt. Ich sehe gerade. Die 3.000 geknackt. Hannes, du musst gleich ein Update machen. Ich habe Hannes schon verdonnert. Wenn wir die 3.000 knacken, muss er das Update schreiben. Ja, saugeil. Also Jungs, vielen, vielen Dank für eure Zeit, für das heutige Gespräch und ich wünsche euch noch weiterhin viel, viel Erfolg. Ich sehe jetzt keine Probleme darin, dass wir die eigentliche Grenze noch erreichen und dass da auch noch ein paar geile Stretch Goals auf uns zukommen können. Ja, Dankeschön. Vielen lieben, lieben Dank, ja, dass du dir Dank. So viel Zeit genommen hast, dir unser Gelaber anzuhören. Das nächste Interview dann nächstes Jahr. Zur zweiten Kampagne. Ja, bei Max und Moritz Herausforderung. vier fucking Bücher, ne? Also das wird uns noch ein paar Jahre beschäftigen. An Fragen mangelt es ja nicht, das hatten wir ja bereits festgestellt. Okidoke, bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay, ja. Ciao, ciao. Ciao.